Liebe Freundinnen und Freunde von Transition TV, herzlich willkommen zum Stand der Dinge am 22. September 2023. Es ist eine etwas längere Sendung als sonst, mehr als eine halbe Stunde. Nicht verzagen, ich gebe mir Mühe, auf den Punkt zu kommen und auch Ihre Zeit zu sparen. Aber Humor und Zwischentöne dürfen nicht fehlen und das braucht halt eine gewisse Zeit. Ich danke für das positive Feedback. Es ist mir wichtig, die Zuschauer und Zuhörerinnen vor meinem geistigen Auge zu haben. Man spricht ja nicht einfach nur in eine Kamera, sondern mit Menschen. Ich danke auch für die Spenden. Sie sind sehr willkommen. Sie erlauben uns, die Reichweite zu erhöhen. Eine Arbeit, die mehr technisches Know-how erfordert, als mir zur Verfügung steht. Und da kann ich dann Leute beauftragen. Ich erlaube mir, unsere Kontonummer einzublenden. Und danke gleichzeitig für das Liken und das Weitverbreiten, nicht zu unterschätzen, diese Unterstützung. Vielen Dank. Unsere Themen heute. Der diplomatische Herbst, eine große Ernüchterung für den kollektiven Westen. Dann machen sich die Alternativen Illusionen in Bezug auf BRICS. Dazu ein Gespräch mit Peter König, Weltbankexperte, ehemaliger Weltbankexperte. Die ukrainischen Militärerfolge werden herbeigeschrieben, sie fehlen auf dem Schlachtfeld. Die US-Geheimdienste sind in Bezug auf die Erfolgschancen der Ukraine gespalten, schreibt Seymour Hersh in seinem neuesten Artikel, sehr interessant. Die USA können mit ihrer drohenden Niederlage nicht umgehen, ist deshalb China ihr nächstes Ziel, dazu eine Analyse von Michael Brenner. Die USA bauen im Pazifik verstärkt Flugplätze, warum? Dann, ich war ein bisschen neugierig, die größte Militärbasis der USA, so groß wie der Kanton Aargau, eindrücklich. Dann die Schlagzeile des Tages, Polen liefert keine Waffen mehr an die Ukraine, die Hintergründe dazu. Russell Brand, englischer Comedian und Corona-Kritiker mit 6,5 Millionen YouTube-Abonnenten, wurde hingerichtet, medial. Dann weiter mit der Online-Kriegsführung. Das britische Unterhaus verabschiedet ein Gesetz, mit dem buchstäblich jeder an die Kandare genommen werden kann. Details dazu. Die Vorurteile gegen Transsexualität nehmen zu. Auch das Resultat einer Umfrage oder einer Studie aus Großbritannien. Dann, wir bleiben beim Thema, eine transsexuelle Militärsprecherin der Ukraine droht mit der Ermordung russlandfreundlicher Journalisten weltweit und wird entlassen. Offenbar auf Druck aus den USA. Dann, für Personen mit Windows-Rechner, die müssen aufpassen, ab dem 30. September gilt ein heimtückischer neuer Servicevertrag. Auch hier die Details dazu. Digitale Zentralbankwährungen. Brasilien zeigt, wie weit die Manipulation schon geht. Schließlich, die Schweiz hat ein neues Staatssekretariat für Sicherheit, SEPO, Kürzung, die man sich merken darf. Und dann tatsächlich 9,250 Meter hohe Windräder drohen dem Kanton Appenzell zu verschandeln. Wendepunkt des globalen Machtgefüges in die Geschichte eingehen. Und warum das so ist, lässt sich an einer Reihe von diplomatischen Ereignissen festmachen, die für sich betrachtet oder für Sie nicht wirklich neu sind, aber in ihrer Gesamtheit die Richtung doch verdeutlichen, die Hegemonie des Westens geht zu Ende. So stellte die medial vielfach beachtete BRICS-Erweiterung Ende August den Grundstein für weitere Verschiebungen des politischen und ökonomischen Machtgefüges. Sichtbar wurde das bereits Anfang September auf dem Gipfel der Gruppe der 20, G20 in Neu-Delhi. Denn zu einer Verurteilung Russlands aufgrund des Ukraine-Kriegs kam es nicht. Genau das aber hatten sich die EU und die USA gewünscht. Wie bedeutungslos der einst vom Westen dominierte G20-Gipfel für den Rest der Welt geworden ist, verdeutlichte China zudem auf diplomatische Art und Weise. Staatschef Xi Jinping nahm an der Veranstaltung gar nicht erst teil, sondern entsandte den Ministerpräsidenten Li Qiang. Wo China die neuen Schwerpunkte in Zukunft setzt, wurde wenig später klar. Mehr als 300 Unternehmen aus dem Reich der Mitte nahmen dieses Jahr am 8. Eastern Economic Forum EEF teil, das vom 10. bis 13. September in Vladivostok stattfand. Dort bot Russland auch europäischen und amerikanischen Unternehmen die Möglichkeit, die Vorzüge der multipolaren Welt für sich zu entdecken. Die russische Seite lud alle Länder ein, auch sogenannte unfreundliche.
am östlichen Wirtschaftsforum teilzunehmen. Anders als etwa die westlichen G7-Formate, bei denen Staatschefs vor spektakulären Kulissen posieren, kommen die neuen multipolaren Pendants eher pragmatisch daher. Rund 373 Vereinbarungen im Wert von fast 40 Milliarden US-Dollar, warum rechnet man das eigentlich immer noch in US-Dollar aus, wurden zum Beispiel am EF in Vladivostok unterzeichnet. Man kann sagen, Verträge, nicht Fotos, bestimmen die neue Zeit. Der ökonomische Vorstoß des globalen Südens ist allerdings immer diplomatisch gestützt und strategisch durchdacht. Auch an Symbolkraft fehlt es nicht. So begann das Gipfeltreffen der Gruppe 77 plus China am 15. September ausgerechnet in der Hauptstadt Kubas, das in diesem Jahr den Vorsitz dieser Vereinigung innehat. Das ist gewissermaßen die Nachfolgevereinigung der Blockfreien aus den 70er Jahren. Delegationen aus mehr als 100 Ländern trafen zur Eröffnungszeremonie in Havanna im Convention Palace ein. Was man auch so übersetzen kann, mehr als die Hälfte der 193 bei den Vereinten Nationen aufgelisteten Länder scheren sich offenbar im Herbst 2023 nicht mehr um die US-amerikanischen Sanktionen gegen Kuba. Uncle Sam, nur ein Steinwurf, nein, ein bisschen mehr, ein paar Dutzend Meilen vom G77-Gipfel entfernt, konnte die Erosion seiner Dominanz in Echtzeit beobachten. Der diplomatische Herbst fand diese Woche schließlich seinen Höhepunkt und auch hier auf der UNO-Generalversammlung in New York stahl die multipolare Welt dem Westen die Show. Denn sowohl US-Präsident Joe Biden als auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz forderten erfolglos eine Neubesetzung des UN-Sicherheitsrats. Daran denken, dass Deutschland als treuer Befolger amerikanischer Interessen bei dieser Reform einen ständigen Sitz erhalten würde. Die Außenminister der BRICS-Staaten fuhren jedoch beiden Politikern in die Parade. In einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag befürworteten nämlich auch sie eine Reform, allerdings eine, die dem globalen Süden mehr, dem Westen aber weniger Einfluss gewährt. In dieser neuen Weltordnung, so resümiert daher das Global Europe Anticipation Bulletin, werden die EU und die USA in den Augen der Welt allmählich als Kriegsparteien erscheinen, die Konflikte schüren, aber nicht lösen. Es sei daher sehr wahrscheinlich, dass sie bei künftigen Friedensgesprächen schlichtweg übergangen werden, während die BRICS Plus als glaubwürdige Vermittler für Gespräche ins Spiel kommen könnten. Fest steht, das ist ein enormer Verlust für die EU, die von diesem Konflikt direkt betroffen ist und der es ohne die USA immerhin gelungen war, 2015 das Minsker Abkommen aufzubauen. Dieses Abkommen markierte damals die erste Deeskalation des russisch-ukrainischen Konflikts. Es wurde aber von der Ukraine bekanntlich nicht eingehalten und wie wir von Angela Merkel wissen, Deutschland und Frankreich nutzen es nur als Zeitgewinn für den Aufbau der ukrainischen Streitkräfte. Was diese Woche vor der UNO ebenfalls deutlich wurde, Zelensky erreicht mit seinem befremdlich düsteren Szenario vom letzten Krieg und einem atomaren Winter die Weltöffentlichkeit nicht mehr. Vor seiner Rede verließen viele Delegierte den Saal. Und Joe Biden leistete sich einmal mehr einen vielsagenden Versprecher, als er ankündigte, mit China zur Beschleunigung der Klimakrise zusammenzuarbeiten. Er kommt mir langsam vor wie ein seniler Sowjetherrscher der 1980er Jahre. Hören Sie selbst. Work together with China on issues where progress hinges on our common efforts. Nowhere is that more critical than accelerating the climate crisis, than the accelerating climate crisis. Fazit. Der diplomatische Herbst bedeutet eine deutliche Schwächung des kollektiven Westens und einige Länder, nicht zuletzt die Schweiz, täten eigentlich gut daran, ihre Positionen zu überdenken. Alle alternativen Experten sehen den Vormarsch der BRICS-Plus-Staaten so positiv. Einige hatten ja am Gipfel im August die Lancierung einer goldgedeckten neuen Handelswährung erwartet, nicht eingetreten.
Aber es gibt offensichtlich noch mehr Illusionen zu BRICS Plus. Ich habe den Ökonomen Peter König, ehemaliger Mitarbeiter der Weltbank und der WHO, gefragt, was das denn für Illusionen sind. Zuerst muss ich mal sagen, ich war ebenfalls enttäuscht, als ich mit den BRICS Plus die 6 neuen BRICS genauer ansah und das ganze System und den Ablauf und Konklusionen in Johannesburg genauer unter die Lupe nahm. Dass es nicht zu einer goldgedeckten alternativen Einheitswährung gekommen ist, ist eigentlich gut. Denn Länder, die so verschieden sind wie die BRICS, geografisch, politisch, kulturell und noch ohne politischen Zusammenhang, zum Beispiel einer gemeinsamen Konstitution oder Verfassung, können schwerlich eine gemeinsame Währung haben, goldgedeckt oder nicht. Vor der Johannesburg-Meeting, vor dem Johannesburg-Meeting Ende August, war die Nummer 1 Devise Dedollarisierung. Das war auch der Hauptslogan während und nach Johannesburg. Aber wenn man genauer hinsieht und die einzelnen Lieder der BRICS kennt, dann weiß man, dass das eine Illusion ist, dass Dedollarisierung weit entfernt ist. Wir bleiben beim Konflikt zwischen Ost und West, der einstweil noch in der Ukraine ausgetragen wird. Die Ukraine braucht in ihrer misslungenen Sommeroffensive dringend Erfolge, auch im Hinblick auf weitere Waffenlieferungen aus dem Westen. Weil die Erfolge nicht da sind, werden sie jetzt herbeigeschrieben. Die Ukraine hat das südlich von Bachmut gelegene Dorf Andrijewka im Gebiet Donetsk befreit, wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 15. September mitteilt. Entschuldigung. Die ukrainischen Streitkräfte hätten der 72. russischen Motorschützenbrigade einen vernichtenden Schlag versetzt, heißt es. Dem Bericht zufolge verlor die russische Formation den Chef ihres Nachrichtendienstes, 3 Kommandanten, fast die gesamte Infanterie, einschließlich der Offiziere und eine erhebliche Menge an Ausrüstung. Nur, der Ort besteht aus 2 Straßen mit etwa 40 Häusern und hatte vor dem Krieg eine Bevölkerung von etwa 80 Menschen. Wie ein bedeutender Teil einer ganzen Brigade mit etwa 3500 Mann und ihren plus minus 700 Lastwagen und gepanzerten Fahrzeugen in einem so kleinen Ort verloren gegangen sein soll, ist unerklärlich. Wahrscheinlich waren es 1 oder 2 russische Kompanien mit je 100 Mann, die diesen Ort verteidigten. Das ukrainische Militär brauchte mehrere Wochen und viele, viele Tote, um die Siedlung zu erobern. Andrijewka ist jetzt verschwunden. Alle Häuser liegen in Trümmern. Warum die ukrainische Armee überhaupt versucht hat, diesen Ort einzunehmen, ist schleierhaft. In der Neuen Zürcher Zeitung vom 19. September sieht das dann so aus. Zitat: Neben der psychologischen Wirkung zählen für Kiew die Verluste der Russen, schreibt der NZZ-Korrespondent Ivo Meinzen aus Wien. Diese scheinen erheblich zu sein, auch wenn Meldungen über die Einkreisung einer ganzen Brigade übertrieben sind, so Meinzen weiter. Niemand bei der NZZ hat sich offenbar die Mühe genommen, sich den Ort auf Google Maps anzuschauen und sich zu fragen, wie ein solcher Ort überhaupt von 3500 Mann verteidigt werden soll. Die Anschlussfrage wäre natürlich, warum übertreiben die ukrainischen Informationsstellen in einem Ausmaß, dass man es nur als bewusste Täuschung bezeichnen kann. Ich wiederhole mich, aber man muss bei allen kontroversen Themen mit den Nachrichten im Mainstream höllisch aufpassen. Okay, das wissen wir. Aber wissen es auch all die Menschen, die immer noch den Mainstream-Medien vertrauen? Und wie erreichen wir sie? Unter anderem, indem Sie mithelfen, diesen Kanal zu verbreiten. Vielen Dank. Seymour Hersh hat einen neuen, viel beachteten Artikel veröffentlicht, in dem er die unterschiedliche Beurteilung des Ukraine-Kriegs durch die US-Geheimdienste thematisiert. Der militärische Geheimdienst, die Defense Intelligence Agency, sieht die Fortschritte der ukrainischen Sommeroffensive durchaus positiv und hält es für möglich, dass die Ukraine die dreifachen russischen Verteidigungslinien durchbrechen und bis Ende des Jahres zum Schwarzen Meer vorstoßen kann. Die CIA dagegen
sei seit Monaten sehr skeptisch und beteiligt sich offenbar nicht einmal mehr am geheimen sogenannten National Intelligence Estimate. Die Spaltung innerhalb der Geheimdienste geht offenbar schon recht weit. Seymour Hersh zitiert auch einen Geheimdienstmitarbeiter, der schon gegen die Sowjets spioniert hat, dessen Namen er wie üblich nicht nennen will. Dieser hat ihm offenbar Folgendes gesagt. Der Krieg ist vorbei. Russland hat gewonnen. Es gibt keine ukrainische Offensive mehr, aber das Weiße Haus und die amerikanischen Medien müssen die Lüge aufrechterhalten. Die Wahrheit ist, dass die ukrainische Armee meutern würde, wenn man ihr befehlen würde, die Offensive fortzusetzen. Die Soldaten sind nicht mehr bereit zu sterben, aber das passt nicht zu dem Bullshit, den das Weiße Haus unter Biden verbreitet. Okay, anonyme Quelle, aber Hersh hat es nicht nötig, etwas zu erfinden. Zudem deckt sich diese Ansicht mit der kritischer US-Militärs wie Colonel Douglas MacGregor. Warum sollten nicht auch Geheimdienstfachleute im aktiven Dienst eine klare Sicht der Dinge gewinnen? Schließlich ist es ihr Job. Die USA können mit ihrer drohenden Niederlage nicht umgehen. Zu diesem Schluss kommt Michael Brenner, Professor für internationale Beziehungen an der University of Pittsburgh. Die USA seien Meister des Memory Management, schreibt er. Die Niederlage in Vietnam längst umgedeutet und vergessen, ebenso die Niederlage in Afghanistan. Brenner vermutet, dass Sieg, Niederlage, Erfolg und Verlust neu definiert werden. Zum Beispiel, Russland hat verloren, weil es nicht die ganze Ukraine erobern konnte. Oder die NATO hat sich mit Schweden und Finnland erweitert. Russland ist politisch isoliert. Die westlichen Demokratien hätten solidarisch Widerstand gegen die russische Bedrohung geleistet und so weiter. Und, was nicht nur Brenner höchst problematisch findet, die Aufmerksamkeit wird auf den nächsten großen Feind gerichtet, China. Sehr lesenswerte Analyse, auf Englisch, Link in der Beschreibung. Ich persönlich glaube, dass Zelensky für das Desaster verantwortlich gemacht werden wird. Ich habe das schon vor einem Jahr gesagt, eindeutig zu früh. Schauen Sie sich unsere Sendungen in einem Jahr an, dann sind sie aktuell. Dass China der Hauptfeind der USA ist, steht nicht nur in der offiziellen US-Militärstrategie, es wird auch ganz konkret gehandelt. In der letzten Ausgabe haben wir über die Luftverteidigungszone gesprochen, mit der das Aggressionspotenzial gegenüber China medial hochgefahren wird. Aber es wird nicht nur mit Begriffen gekämpft, es gibt auch konkrete Vorbereitungen. So holt die US-Luftwaffe im Pazifik-Dschungel für neue Flugplätze ab, um sich auf einen künftigen Krieg mit China vorzubereiten. Die USA verfügen rund um China bereits über zahlreiche Stützpunkte und Militärbasen, aber es werden intensiv weitere gebaut. Hier ein Bild aus Balabac, Palawan auf den Philippinen, im Bau und nach der Fertigstellung. Die Erweiterung ihrer Stützpunkte ist Teil eines Plans namens Agile Combat Employment, abgekürzt ACE. ACE, mit dem die USA ihre Mobilität im Pazifik erhöhen wollen. Der Befehlshaber der pazifischen Luftstreitkräfte, General Kenneth Welsbach, sagte Bemerkenswertes dazu. Jeder zusätzliche Flugplatz, von dem aus ich operieren kann, also gemeint, er meint sich selber, nicht mich, jeder zusätzliche Flugplatz, von dem aus ich operieren kann, ist ein weiterer Flugplatz, den China im Falle einer Krise oder eines Konflikts in seinen Zielordner aufnehmen muss und für den es dann Ressourcen bereitstellen muss, was seine Fähigkeit, uns vollständig auszuschalten, verringert. Mit anderen Worten, die USA bauen diese Flugplätze weniger, um von dort aus Operationen durchzuführen, sondern um China zum Verbrauch von Kriegsmaterial zu zwingen. Im Plan ist offenbar ein Zermürbungskrieg. Selbst aus amerikanischer Sicht ist dies ein Irrsinn. Sie sollen zuerst den Zermürbungskrieg in der Ukraine gewinnen, bevor sie sich in ein neues Abenteuer stürzen. Wir bleiben bei der amerikanischen Militärpräsenz. Aus reiner Neugier habe ich nach den größten amerikanischen Militärbasen gesucht. Es gibt weltweit rund 1200. 450 bis 500 innerhalb der USA, 750 außerhalb.
Man mag daraus ableiten, dass die USA so stark gefährdet sind, dass sie sich auf der ganzen Welt verteidigen müssen. Friedliche und relativ neutrale Länder brauchen nicht so viele Militärbasen im Ausland. Die Schweiz zum Beispiel hat gerade mal 0 solche Basen. Sie hat lediglich knapp 200 Soldaten auf Friedensmission im Kosovo. Die größten US-Basen sind natürlich in den USA selber. Die allergrößte ist Fort Bragg in North Carolina mit 45.000 Soldaten und 54.000 zivilen Angestellten und Familienangehörigen. Total 109.000 Personen, eine Stadt von der Größe Winterthurs. Die Militärbasis hat eine Fläche von 1424 Kilometern, Quadratkilometern. Ich habe das irgendwie eine Beziehung setzen wollen und bin darauf gestoßen, dass der Kanton Aargau nur unwesentlich kleiner ist. Also unglaublich groß, diese Militärbasis. Ich weiß nicht, ob man sich, ob so viel Militär jetzt sicherer oder unsicherer fühlen soll. Ihre Gefühle gehören Ihnen, meine sind mir. Und jetzt zur Schlagzeile des heutigen Tages. Polen liefert keine Waffen mehr an die Ukraine, um die eigene Verteidigung zu stärken. Polen will ja eine der größten Landarmeen Europas aufbauen. Hintergrund ist aber auch der eskalierende Streit mit der Ukraine, die billiges Getreide nach Polen liefern will und auch nach Ungarn. Das lehnen die polnischen Bauern ab, eine wichtige Wählerschaft der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit PiS. Und am 15. Oktober sind immerhin Wahlen. Die Äußerungen der Politiker sind scharf. Die Ukraine verhält sich wie ein Ertrinkender, der sich an alles klammert, was ihm zur Verfügung steht, sagte der polnische Präsident Duda. Ein Ertrinkender ist extrem gefährlich. Er kann dich in die Tiefe ziehen und den Retter ertränken. Und Zelensky sagte vor der UNO-Vollversammlung, das politische Theater der polnischen Regierung spiele nur der Regierung in Moskau in die Hände. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki meinte, die Beziehung Polens zur Ukraine sei gelinde gesagt in einem schwierigen Zustand. Seine Äußerungen sind aber mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Vor einem halben Jahr kritisierte er Deutschland scharf. Deutschland sollte mehr Waffen, mehr Munition und mehr Geld in die Ukraine schicken, weil es das mit Abstand reichste und größte Land ist, sagte er gegenüber der amerikanischen Plattform Politico in deutschem Besitz. Es ist Wahlkampf und die Kriegs- und vor allem die Flüchtlingsmüdigkeit in Polen nimmt zu. Anfang Juni brachte die Vereinigte Opposition eine 500.000 Menschen auf die Warschauer Straßen, um gegen die Regierung zu protestieren. Polen ist der wichtigste Verbündete der USA in Europa. So leicht werden weder die USA noch die polnische Regierung diese Vorzugsstellung hergeben. Vielleicht ist das Ganze auch ein Zeichen der diplomatischen Unfähigkeit der USA, eine Lösung für den Streit unter Verbündeten zu finden. Wir werden sehen, wie es nach den Wahlen weitergeht. Interessant ist übrigens auch, was der ungarische Landwirtschaftsminister István Nagy zum Getreidestreit zu sagen hat, in dem Ungarn ja auch verwickelt ist. Seiner Ansicht nach handelt es sich bei den sogenannten ukrainischen Landwirten in Wirklichkeit um amerikanische, saudische und niederländische Unternehmen und Investoren. Dies ist eine Marktübernahme unter politischem Deckmantel, sagte er in einem Video auf seiner Social-Media-Seite. Wohl wahr. Kennen Sie Russell Brand? Der 48-jährige Schauspieler ist vermutlich der populärste Comedian Großbritanniens und ein vehementer Kritiker des Pandemie-Managements und der Pharmaindustrie. Er entwickelte sich in den letzten 3 Jahren zu einer Art Ein-Mann-Alternativ-Medium. Dass sein YouTube-Kanal mit 6,5 Millionen Abonnenten nicht schon früher gecancelt wurde, ist ein Wunder. Aber nachdem er in der populären US-Talkshow von Billy Mayer ein 1,5 Minuten langes Feuerwerk, ein Wahrheitsfeuerwerk steigen ließ, war es um ihn geschehen. Hören Sie selbst. Well, yes. Out of respect for you and your show, I've brought some facts. Would you? If you like, they're actually... You just get the fuck out of here.
This is not the place. I thought you liked facts. No, we like facts. I love facts. I wouldn't have mentioned it. I'm English, and you know that politeness is our fundamental religion. But they do pertain to this issue, so may I say something? Please, if they inconvenience you, I'll stop saying them. The pandemic created at least 40 new big pharma billionaires. Pharmaceutical corporations like Moderna and Pfizer made $1,000 of profit every second from the COVID-19 vaccine. More than two-thirds of Congress received campaign funding from pharmaceutical companies in the 2020 election. Pfizer chairman Albert Bourla told Time magazine in July 2020 that his company was developing a COVID vaccine for the good of humanity, not for money. And of course, Pfizer made $100 billion in profit in 2022. Right. And may I just mention, finally, and this is also a fact, that you, the American public, funded the development of that. The German public funded the BioNTech vaccine. When it came to the profits, they took the profits. When it came to the funding, you paid for the funding. All I'm querying is this. Yes. Is if you have an economic system in which pharmaceutical companies benefit hugely from medical emergencies, where a military-industrial complex benefits from war, where energy companies benefit from energy crises, you are going to generate states of perpetual crisis where the interests of ordinary people separate from the interests of the elites. Dann strahlt der Channel 4 eine Doku über Russell Brand aus, in dem anonyme Frauen behaupteten, von ihm vergewaltigt worden zu sein. Die Fälle liegen 10 bis 15 Jahre zurück. Anzeigen wurden nach Angaben der Polizei nicht erhoben, auch jetzt nicht. Praktisch sämtliche Zeitungen in England brachten die Geschichte auf der Titelseite. Russell Brand wurde verurteilt aufgrund anonymer Anschuldigungen, ohne ihn anzuhören und schon gar nicht mit einem ordentlichen Verfahren. Eine Art mediale Hinrichtung. Seinen YouTube-Kanal hat er noch, dort hat er sich auch eine Rechtfertigung publiziert, aber er wurde demonetisiert. Brand führte ein promiskuitives Leben, dazu steht er auch, aber alles sei in gegenseitigem Einvernehmen geschehen, sagt er. Wenn ich Russell Brand wäre, würde ich Moskau einfach lösen. Ich erinnere daran, dass Julian Assange Leidensweg auch mit einem getürkten Vorwurf der Vergewaltigung begonnen hat. Wenn man es genau nimmt, ist eigentlich bald jeder Mann gefährdet, der einmal Sex hatte. Das Ganze wird sonderbar koordiniert und es stellt sich die Frage, warum jetzt? Eine mögliche Antwort lieferte das britische Unterhaus am Mittwoch, als es die Online Safety Bill ziemlich geräuschlos verabschieden konnte. In diesem riesigen Gesetz mit 242 Seiten hat es in Artikel 87 einen Paragraphen, mit dem nun buchstäblich jeder, der online veröffentlicht, von der Regulierungsbehörde Ofcom unrettbar an die Kandare genommen werden kann. Es heißt dort, das Ofcom kann durch eine Mitteilung eine Person auffordern, ihm alle Informationen zu übermitteln, die es für die Ausübung seiner Aufgaben im Bereich der Online-Sicherheit oder für den Entscheid über deren Ausübung benötigt. Das geht, wie später erläutert wird, ausdrücklich auch um die Monetisierung der Online-Kanäle. Das Gesetz geht zurück auf die Digitalministerin von 2020 bis 2021, Caroline Dynanage. Ihr Mann, Baron Lancaster of Kimbolton, war als Generalmajor Vizechef der 77. Brigade der britischen Armee verantwortlich für nicht tödliche Kriegsführung und Verhaltensbeeinflussung. Da haben wir es also. Nicht tödliche Kriegsführung, das ist es, was online gerade geschieht. Nebenbei und fast ohne Hintergedanken erwähne ich ein gedrucktes und daher zensurfreies Medium, den Zeitpunkt mit der neuesten Ausgabe zum Schwerpunktthema Machbar, was wir Menschen alles können. Wir können tatsächlich fast alles, sogar Frieden. 15 Franken oder Euro, Bestelllink hier. Wir bleiben in England. Die Vorurteile gegenüber transsexuellen Menschen haben sich innerhalb von 3 Jahren verdoppelt. Eine von 3 Personen sagt gemäß einer Untersuchung des National Center for Social Research von sich selbst, sie hätte Vorurteile gegenüber transsexuellen Menschen. Vermutlich sind es mehr,
denn wer gibt schon gerne zu, Vorurteile zu haben? Ein geladener Begriff. Die massive Förderung von Anliegen der kleinen transsexuellen Minderheit und dem Canceln von kritischen Stimmen, wie der Autorin der Harry Potter-Romane, Rowlings, hat also einen eher gegenteiligen Effekt. Da wir schon beim Thema sind, vor rund zwei Wochen drohte der englischsprachige Informationsdienst der ukrainischen Territorialverteidigung mit der Ermordung von russlandfreundlichen Journalisten auf aller Welt. Sprecherin oder Sprecher war die transsexuelle Sarah oder Michael Ashton Cirillo. Ashton Cirillo ist ein biologischer Mann aus den USA, der als Aktivist der Demokratischen Partei arbeitete, bevor er nach der russischen Invasion in die Ukraine zog und im August als englischsprachiger Sprecher der territorialen Verteidigungskräfte eingestellt wurde. Vielleicht um die ukrainische Position bei einem westlichen LGBTQ-Publikum beliebt zu machen? Wir wissen es nicht. Warum auch immer. Nächste Woche werden die Zähne der russischen Teufel noch härter knirschen und ihre tollwütigen Mäuler unkontrollierbar schäumen, wenn ein Lieblingspropagandist des Kremls für seine Verbrechen bezahlt, sagte sie oder er. Ganz kriegsverbrecherische Propagandisten würden alle zur Strecke gebracht und der Gerechtigkeit werde Genüge getan, da wir in der Ukraine bei dieser Mission vom Glauben an Gott die Freiheit und die vollständige Befreiung geleitet werden, sagte sie. Hören Sie selbst, das Video ist kein Fake. Next week, the teeth of the Russian devils will gnash ever harder and their rabid mouths will foam in uncontrollable frenzy as the world will see a favorite Kremlin propagandist pay for their crimes. And this puppet of Putin is only the first. Russia's war criminal propagandists will all be hunted down and justice will be served as we in Ukraine are led on this mission by faith in God, liberty and complete liberation. Der Trump-kritische Autor und republikanische Senator J.D. Vance wurde auf das Video aufmerksam und schrieb einen Brief an Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin oder vielleicht Kriegsminister, sowie an Avril Haines von der National Intelligence. Er fragte sie, ob Ashton Cirillo mit US-Mitteln vergütet werde oder früher für den US-Geheimdienst gearbeitet habe. Die Antwort gab jetzt die ukrainische Territorialverteidigung selbst, indem sie Ashton Cirillo feuerte. Irgendwie verrückt. Also nicht die Entlassung, aber das Video, die Person und der ganze Vorgang. Wenn Sie einen Windows-Rechner haben, dann beginnt für Sie in gut einer Woche eine neue Ära. Falls Sie sich bei Ihrer Nutzung von Microsoft-Produkten nicht an einen vagen Verhaltenskodex halten, kann Ihnen das Konto gesperrt werden und Sie verlieren Zugriff auf alle bezahlten oder kostenlosen Dienste und Ihre dort gespeicherten Daten, schreibt der preisgekrönte Wirtschaftsjournalist Norbert Häring auf seiner Webseite Geld und mehr. Wörtlich heißt es im neuen Servicevertrag, schwere oder wiederholte Verstöße gegen unsere Richtlinien können zur Sperrung des Kontos führen. Manchmal kann eine Sperrung auch dauerhaft sein. Bei einer dauerhaften Sperrung verliert der Besitzer des gesperrten Profils alle Lizenzen, Abonnements, Mitgliedszeiten und Microsoft-Kontoguthaben. Zu den Verstößen gehören unter anderem so vage Handlungen wie Hassrede oder die Verbreitung von Anstößigkeiten, Kritik an Regierungen, kann da schon bald als Hass gelten. Die Eignung der Bürger über Nacht, während die EU-Führung uns seit Monaten weismacht, dass der digitale Euro ganz harmlos sei, zeigt die brasilianische Zentralbank, was damit möglich ist. Man versteckte in der Landesdigitalwährung einige sehr weitgehende Features, willkürliche Kontosperren oder die Veränderung des Kontostandes einzelner Bürger sind möglich. Öffentlich wurde dies erst, als unabhängige Prüfer diese Funktion eher unerwartet entdeckten und im Kryptowährungsmagazin Portal de Bitcoin analysierten. Wie der TKP-Blog berichtet, lesenswert übrigens, gab die brasilianische Zentralbank die Enthüllungen mittlerweile zu. Es gibt eine neue Abkürzung für die Schweiz, SEPOL, Staatssekretariat für Sicherheitspolitik. Der neue Chef ist der Jurassier Jean-Daniel Ruch.
Er war bis anhin Diplomat, über Militärerfahrung ist nichts zu finden. Auslöser für die Schaffung des Staatssekretariats war der Ukraine-Krieg, heißt es im offiziellen Bulletin. Das sei wieder eine Lüge, schreibt der Ex-Militär Thys Hagmann in seinem Wochenbericht. Die Anbindung an die NATO sei der wirkliche Grund. Den wöchentlichen Newsletter von Thys Hagmann finden Sie unter audiatur@alterapars.ch. Langes Wort, auf Deutsch, hören Sie auch die andere Seite. Noch ein paar weitere Nachrichten aus dem Wochenbericht, sprachlich nicht ganz mein Stil, aber sehr interessant. Wie war das mit der Mangellage? Shell erhöht die Dividende jetzt um sage und schreibe 15%. Es wurde bereits eine Zwischendividende im Juli ausgeschüttet. Offenbar nicht genug Benzin in der Kasse. Wir haben ja auch an der Zapfsäule ordentlich dafür bezahlt und werden das vermutlich auch weiterhin tun. Keiner ruft zu Boykotten auf von Zapfsäulen, wie das in anderen Ländern geschieht. 9 knapp 250 Meter hohe Windräder sollen gemäß neuem Richtplan zwischen Teufen und St. Gallen gebaut werden können. Wegen der schlechten Windlage werden die Windräder aber nur zu 10% ausgelastet, schreibt Pro Landschaft Appenzell. Die Verschandelung der Landschaft ist einmalig. Zudem blinken die Windräder und sind auch nachts locker auf 100 Kilometer sichtbar. Weitere Informationen zu diesem verrückten Richtplan und wie man sich dagegen wehren kann, finden Sie auf pro-landschaft-aray.ch. Aray steht für Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden. Ich mag Zitate und sammle sie in einer speziellen Datenbank. Da bin ich letztlich auf eines der US-amerikanischen Politikerin, Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin Janet Rankin gestoßen, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Man kann einen Krieg genauso wenig gewinnen wie ein Erdbeben. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe angelangt. Vertiefen wir uns zum Schluss als Kontrast in die wunderbare Ordnung der Natur. Sie folgt Gesetzen, die nicht in der Hand des Menschen liegen und zu denen wir wieder finden werden oder müssen. Ich zweifle nicht, dass uns das auch gelingt. Vielleicht sind wir noch nicht genug, aber wir sind bestimmt genug, um eine exponentielle Bewusstseinsentwicklung zumindest auszulösen. Ich danke für jegliche Unterstützung. Die entscheidenden Knöpfe finden Sie auf unserer Webseite. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie sich treu. Tschüss. Peter König, du hast bei der WHO gearbeitet, du hast als Ökonom bei der Weltbank gearbeitet, auf der ganzen Welt als Berater. Und du bist seit den Nullerjahren bist du immer wieder mit sehr kritischen Analysen aufgefallen zur Entwicklung des Einflusses der USA, der internationalen Organisationen. Und jetzt sagst du, die Entwicklung, die Vergrößerung der BRICS-Gruppe hätte Illusionen ausgelöst bei vielen Menschen. Viele erwarteten vor dem BRICS-Gipfel im August die Lancierung einer goldgedeckten alternativen Währung für den Welthandel. Aber es gäbe noch mehr Illusionen im Zusammenhang mit BRICS. Worum geht es da konkret, Peter? Ja, also zuerst mal vielen Dank, dass du mich wieder an deiner Show hast. Und um deine Frage zu beantworten, zuerst muss ich mal sagen, ich war ebenfalls enttäuscht, als ich mit den BRICS Plus die 6 neuen BRICS genauer ansah und das ganze System und den Ablauf und Konklusionen in Johannesburg genauer unter die Lupe nahm. Dass es nicht zu einer goldgedeckten alternativen Einheitswährung gekommen ist, ist eigentlich gut. Denn Länder, die so verschieden sind wie die BRICS, geografisch, politisch, kulturell und noch ohne politischen Zusammenhang, zum Beispiel einer gemeinsamen Konstitution oder Verfassung, können schwerlich eine gemeinsame Währung haben, goldgedeckt oder nicht. Man sieht, wie sich die 19 EU-Euro-Länder mit dem Euro schwer tun. Und ich glaube, dass die Geschichte mit dem Euro wird wahrscheinlich früher oder später ebenfalls zu Ende gehen.
Denn es muss, um eine gemeinsame Währung zu haben, muss es eine Föderation geben, die unter einer gemeinsamen politischen Ideen arbeiten und Verfassung steht. Ja, es geht ja, wenn ich da schnell dazwischen grätschen darf, es geht ja nicht darum, dass diese Länder eine gemeinsame Währung haben, sondern eine gemeinsame Handelswährung, nicht? Wie das ja bei Bretton Woods in Form des Banker, Vorschlag von Keynes und von E.F. Schumacher, diskutiert wurde. Also das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe, eine Einheitswährung für verschiedene Länder oder eine Handelswährung. Naja. Genau, das ist auch ein Vorschlag, den ich früher mal gemacht habe und der immer noch gilt. Den habe ich mit den Leuten in China besprochen. Eine virtuelle gemeinsame Währung für den Zahlungsaustausch und zum Handel. Und das liegt immer noch drin. Aber davon haben sie offenbar, so viel ich gesehen habe, gar nicht geredet. Aber das wäre ein Thema, das könnten wir ebenfalls besprechen, wie das aussehen sollte. Aber schon vor der Johannesburg-Meeting, vor dem Johannesburg-Meeting Ende August, war die Nummer eins Devise De-Dollarisierung. Das war auch der Hauptslogan während und nach Johannesburg. Aber wenn man genauer hinsieht und die einzelnen Leader der BRICS kennt, dann weiß man, dass das eine Illusion ist, dass De-Dollarisierung weit entfernt ist. Zum Beispiel gucken wir mal Brasiliens Lula an. Während er ein engster Mitarbeiter von Wall Street und vom IMF ist und sogar in seiner ersten Amtszeit, in seinen ersten zwei Amtszeiten war Henrique Miralles Präsident der brasilianischen Zentralbank. Miralles ist ein Wall Street Banker, ein bekannter Wall Street Banker, und die Wall Street hat Lula damals schon Good Boy genannt und der IMF sagt, er wäre ein Good Scholar und hätte schnell gelernt, wie sich die Räder drehen müssen. Und Lula ist sehr eng verbunden mit dem World Economic Forum und er ist sogar mit Klaus Schwab sehr eng verbunden und er ist sogar ein Young Global Leader von Schwabs Akademie für neue Politiker. Also volle Abhängigkeit von der Dollarwirtschaft. Die Situation mit Narendra Modi aus Indien sieht ähnlich aus. Indien ist ebenfalls in den Händen des US-Fed voll dollarisiert. Aber das Beste kommt noch, und das ist eigentlich das, was mich dann richtig enttäuschte. Alle 11 BRICS-Länder sind Mitglied der BIS, der Bank for International Settlement, oder auch die Internationale Bank für Zahlungsausgleich in Basel. Die BIS ist privat, ist eine Privatbank, wird von der Rothschild-Familie dirigiert. Sie kontrolliert über 90% die Geldmasse der weltweiten Zentralbanken. Sie wird auch Zentralbank aller Zentralbanken genannt. Die BIS ist 100% dollarisiert. Letzteres war vielleicht, wie ich gesagt habe, die größte Enttäuschung. Wir wollen die Länder, die alle zum Club der dollarisierten Zentralbanken gehört, de-dollarisieren. China ist scheinbar erst vor kurzem dem BIS beigetreten. Aber warum? Ja, erstens hat die Bank für den internationalen Zahlungsverkehr ja keine Weisungsbefugnis. Es ist eher ein Ort, wo man sich bespricht, Meinungen austauscht, aber sie hat keine Weisungsfunktion und der Begriff Zentralbank, denn Zentralbank ist natürlich völlig irreführend, weil die Bank für internationalen Zahlungsverkehr hat keine eigene Geldschöpfung, nicht, die sie den anderen Zentralbanken zur Verfügung stellen könnte. Also es gibt da doch eine ziemliche Begriffsverwirrung und ich bin nicht ganz sicher, ob die Mitgliedschaft bei der Bank für internationalen Zahlungsverkehr automatisch heißt, dass sie jetzt gezwungenermaßen eine gemeinsame Dollarpolitik verfolgen müssen. Also die BIS, die kontrolliert im Prinzip die Zentralbanken, die Mitglieder sind. Die können bestimmen oder Richtlinien geben, was da geschehen muss. Sonst wäre ja ihre Funktion unmöglich.
Also die haben bestimmt einen sehr großen Einfluss auf die verschiedenen Zentralbanken. Und wie gesagt, geldmäßig sind es über 90% dieser Zentralbanken, die dazugehören. Aber ich habe immer noch eine kleine Hoffnung. Und diese Hoffnung besteht darin, dass unter Umständen die Führung von China und Russland zu einer Strategie wird für die BRICS, und nämlich eine Strategie, die sich allmählich zurückzuziehen von bis kann oder wird, und zwar indem sie nicht nur ihre eigene Währung schaffen, ihre eigene Handelswährung schaffen, so wie wir vorhin kurz besprochen haben, aber in der Zwischenzeit nur mit lokalen Währungen handeln. Das ist bereits hat begonnen, zwar noch nicht ausschließlich, aber mit Sicherheit, und sich so dem westlichen Zahlungssystem, dem SWIFT, entziehen könnten. Und das wäre schon mal ein guter Anfang. Aber dazu braucht es eine politische und Einigung und eine Eigenständigkeit der verschiedenen Länder. Ich bin einverstanden, dass BRICS und vielleicht auch BRICS Plus, gut, BRICS Plus existiert ja erst als Ziel. Die neuen Mitglieder treten auf 1. Januar 2024 bei. Also ich bin einverstanden, dass BRICS die hochgesteckten Erwartungen, die viele Leute hatten, bis jetzt nicht erreicht hat. Aber der Handel untereinander in eigenen Währungen hat doch markant zugenommen, und auch andere Staaten, ich denke an die ASEAN-Staaten, das sind immerhin auch 8% der Weltbevölkerung, die da mit dabei sind, Thailand, Indonesien etc., das ist im Wesentlichen Indochina, die haben auch beschlossen, dass sie in ihren eigenen Währungen Handel treiben wollen, und das hat stark zugenommen. Und das ist doch ein deutliches Zeichen, dass es mit der De-Dollarisierung eigentlich ernst gemeint ist. Ja, ich bin einverstanden mit dir, total. Es ist ernst gemeint. Nur die Ideologie, die dahinter steckt, und die Handlungen, die Ideologie begleiten, laufen nicht parallel, leider. Bis jetzt noch nicht. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass unter Führung von den beiden praktisch Gründern der BRICS, der originalen BRICS, etwas geschehen wird, das vielleicht eine Strategie ins Feld setzt, um effektiv dem Dollar zu entgehen. China macht ja das bereits seit einiger Zeit. Und wie du gesagt hast, die machen das mit den ASEAN-Ländern. Die haben einen Riesenvertrag, der größte Handelsvertrag, Freihandelsvertrag, der RCEP, mit 10 Ländern, und dazu gehören sogar auch Japan, Südkorea und Australien. Die handeln alle in ihren lokalen Währungen. Das heißt also nicht Dollar. Das ist eine der Maßnahmen dieses Handelsvertrags. Gut, Peter König, deine Kritik basiert eigentlich auf der Vorstellung, dass die Mitgliedschaft bei der Bank für internationalen Zahlungsverkehr zum Beispiel automatisch bedeutet, dass man dann auch eine gemeinsame Politik verfolgt, wie das andere wichtige Zentralbanken tun. Aber ich glaube, das ist eher virtuell, nicht? Zum Beispiel, es stimmt zwar, dass die BRICS-Staaten die Erklärungen zum Klimawandel, die Entwicklungsziele der UNO und zu Covid-19 zum Beispiel unterstützen. Das sind Dinge, die du kritisierst. Aber wie sieht es denn bei der Verwirklichung aus, nicht? Also das sind eher Lippenbekenntnisse, und bis jetzt zum Beispiel von China ist in Bezug auf die CO2-Politik nicht wirklich viel unternommen worden. Also wir haben es hier mit einem Kontrast zu tun zwischen dem, was man öffentlich sagt und was man dann handelt. Oder täusche ich mich? Das ist eigentlich meine Hoffnung allerdings. Und das habe ich vorher angedeutet, dass sich unter Umständen hinter der ganzen publizierten Konklusion dieser BRICS 11 eine Strategie verbirgt, die eben nicht an die Öffentlichkeit trat. Ich finde es trotzdem, finde ich es enttäuschend,
dass diese Punkte, die du auch angedeutet hast, genau die eben den Climate Change unterstützen, die Covid unterstützen, Pandemic Preparedness UNO-Entwicklungsziele nicht für 2030. Das sind Dinge, die allerdings gesagt werden müssen, aber sie hätten verschwiegen werden können. Sie hätten nicht unbedingt zu diesem Endpapier reinkommen sollen. Also finde ich. Ich bin aber leider kein Politiker oder vielleicht glücklicherweise kein Politiker, denn ich wäre vermutlich nicht diplomatisch genug. Aber das sind Dinge, die mir irgendwie Gedanken machen, um es mal so zu sagen. Aber wie gesagt, ich habe immer noch Hoffnung. Ich bin auch ziemlich eng mit China in Verbindung und hoffe, ein bisschen mehr rauszukriegen, warum da China mitmacht und eben bei diesem Zirkus, ich nenne das beinahe mittlerweile einen Zirkus, mitmacht und bis jetzt wirklich, ich meine, die BRICS existieren ja seit 2008, glaube ich, wenn ich mich richtig informiert bin. Und das in den letzten, in diesen 25 Jahren ist eigentlich, 15 Jahren ist sehr wenig passiert, das in eine Richtung geht der Dedollarisierung und der Eigenständigkeit. Hoffentlich wird sich das ändern und deshalb hoffe ich auf die Führung der Gründer, China und Russland, dass die etwas unternehmen und daraus, was da aus Johannesburg rauskam, eine Strategie zu bauen, um trotzdem die Dedollarisierung durchzuführen, wie das eigentlich China bereits macht. Genau, also es ist ja so, dass sehr viele Staaten, China ganz besonders natürlich, zum Beispiel die Treasury Bonds, also die amerikanischen Staatspapiere, da wesentlich zurückgefahren ist, also viele von denen verkauft hat. Die Taten gehen schon in die Richtung einer Dedollarisierung, aber ich glaube, und das ist auch letztlich aus einem Kommentar auf einer russischen Website, also die auf Englisch publiziert wurde, da hat sich also ein russischer Experte gesagt, ja, gute Politik, aber man sollte nicht so aggressiv vorgehen, um den kollektiven Westen nicht zu sehr zu einer Gegenstrategie zu animieren, schlafende Hunde zu wecken. Also wir sprechen ja eigentlich über Interpretationen von Dingen, hinter die wir ja nicht wirklich sehen. Nicht? Wir wissen ja nicht, warum die Politiker sich so oder so äußern. Wir sehen und lesen nur, was sie sagen und wir sehen ein bisschen, wie die Politik aussieht und da ist tatsächlich noch nicht allzu viel zu sehen. Wir werden sehen, wie die Entwicklung weitergeht und ob die Entwicklung der BRICS tatsächlich so kritisch zu sehen sind. Auf alle Fälle freue ich mich, Peter, wenn ich dich wieder anrufen kann, dir ein paar Fragen zu stellen zur Geopolitik. Du bist ja vor allem, du kennst China sehr gut, hast sehr lange dort gearbeitet, Südamerika ebenfalls. Du bist ein außerordentlich kundiger Mann und du bist kein Politiker, weil du zu wenig diplomatisch bist. Das ist für Sendungen, für Journalismus, für Nachrichtensendungen natürlich ein sehr großer Vorteil. Ganz herzlichen Dank. Hast du noch eine Bemerkung zum Thema, bevor wir da einfach so ein bisschen abrupt abschließen? Herzlichen Dank dir und ich hoffe, dass du wieder mal anrufst und ich bin sehr gerne bereit, über irgendein Thema zu sprechen. Vor allem BRICS wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren aktiv bleiben. Genau, sehr gerne mache ich das. In der Zwischenzeit hast du vielleicht Zeit, ein bisschen Licht zu kaufen, dass du besser ausgeleuchtet bist. Okay. Ja, das gehört ein bisschen dazu. Oder vielleicht ein anderes Mikrofon. Wir werden sehen. Auf alle Fälle, ich freue mich, bald wieder mit dir zu sprechen. Wünsche dir alles Gute. Tschüss. Herzlichen Dank, dir auch.